Herzlich willkommen zu Folge 16 von Assassin's Creed Origins. Ich bin's wieder, dein Simon. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind ja in der aktuellen Zeit und wir müssen eine Medizin nehmen. Das Cyclosporin. Zwei Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Okay, wir müssen scheinbar wieder rein. Aber in den Animus. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Kommen wir jetzt zu Aya. Also spielen wir jetzt Aya oder spielen wir Bayek und müssen zu Aya reisen? Wir werden es gleich herausfinden, hoffe ich. Assassin's Creed Origins. Wir haben scheinbar das Tutorial durch. Mit nur 15 Folgen. Macht Spaß. Freude, Vorfreude auf die Zukunft. Umgebung von Jammu. Wir haben ja kaum mehr Pfeile. Sehe ich da. So, weil Ich wir muss. Raubtierbogen ausgerüstet haben. Das könnten wir tatsächlich direkt mal ändern. Okay, ah ja. Bayek reist nach Alexandria, um seine Frau zu suchen. Dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange. Und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Wow. Beigeschaltet Theben. Reise nach Theben, Stufe 44. Und Sinai mit 40, Stufe 40. Das ist jetzt quasi, weil ich die. Weiß gar nicht, die Ultimate Edition halt irgendwann gekauft habe. Das sind ja alles Dinge, die in ferner Zukunft stattfinden werden. Wir lesen das einmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt was für die Zukunft ist. Bald mir fehlen die Worte, um meine Sorge auszudrücken, der Sinai rebelliert. Gegen die Römer. Zwei Verborgene gerieten in ein Massaker und wurden getötet. Und ich allein bin verantwortlich. Ich, die sie ausgebildet hat, ich habe Schwierigkeiten, die Verborgenen zusammenzuhalten und habe mich mit dem Rebellenanführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, lieber Freund. Ich habe Vorbereitungen getroffen, um dich über das Rote Meer überzusetzen. Bitte komm, Taira. Ja, das ist aus in der Zukunft. Wir müssen hier hoch. Wir haben hier eine Schnellreise. Und ein Fragezeichen direkt um die Ecke. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich glaube, das Lager. Ja, der ist halt immer nicht unwahrscheinlich, nenne ich es mal. Wird da noch irgendwann hin müssen.
In der Mission. Wow. Aber was wir machen können, ist da vorzureiten. Oh. Und den Aussichtspunkt mitzunehmen. Das schadet nicht. Bevor wir dann die Reise nach Alexandria antreten. Oh. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Ich hoffe mal, wir können da überhaupt hin. Sieht gut aus. Sieht zumindest erstmal gut aus. Wie auch immer das Schiff da hingekommen ist. Wow. Wir haben auch noch was. Lesen. Ich habe überall gesucht, aber kein Licht gefunden. Dann blickte ich auf unseren König, meinen Herrn, und siehe, da war Licht. Wir sollten weiter auf der Sonnenbarke durch den Sand fahren. Er wird uns führen. Wir wollen zumindest hochklettern. Und kurz das Ganze synchronisieren. Und den Ausblick genießen. Über doch sehr viel Wüste an der Stelle. Okay, ich muss scheinbar in die Richtung schauen. Aber hey, ich habe in dem Moment W und Sprung gedrückt. Nicht so mal gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Die Frage, schaffen wir 2800 Meter? Ich glaube, das schaffen wir heute. Wir reiten jetzt einfach durch. Na, vielleicht auch ein bisschen zu ambitioniert, jetzt direkt alles zu erkunden. Schauen wir lieber, dass wir heute noch in Alexandria ankommen in der Folge. Ich meine, das geht sehr schnell. Also vielleicht so Aussichtspunkte mitnehmen in der auf dem Weg ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Immer synchronisieren, wenn es geht. Ein bisschen Ort entdecken, wenn sie eher auf dem Weg liegen. Gibt ein bisschen Erfahrung. Sieht es cool aus. Oh. Mario C. Müssen wir vielleicht nehmen wir hier mit eine Insel. Das Militärlager. Wow. Uns da mal das Bötchen leihen. Wow. Hier den Aussichtspunkt mitnehmen.
Den Aussichtspunkt mitnehmen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Nee, das sind hier die ersten Krokodile, auf die wir treffen. Gehen wir mal weg von dem Ufer. Jede Menge los. Das wollte ich nicht. C drücken, das wollte ich. Meistens können wir immerhin was bauen. Ja, auch schon mal schön. Also irgendwas anfertigen, weil wir genug von dem Dealsleder haben. Wir müssen da vorne hoch. Ich werde es tatsächlich auch die Schätzchen hier liegen lassen auf der Insel. Wobei. Wir bleiben doch hier. Und in der nächsten Folge kommen wir dann dort an. Was ja auch in Ordnung ist. Ausrüstung, was können wir verbessern? Unsere Gesundheit erhöhen. Das schadet auf keinen Fall. Das ist so Endgame-Geschichten, ne? Glaube ich, waren das. So Special-Gegner. Wobei hier ist auch jetzt ein. Eine Mission. Ich glaube, wir beenden die Folge an der Stelle. Vielen Dank fürs mit dabei. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Hat mich sehr gefreut. Bis morgen. Habt einen schönen Tag. Lasst euch gut genau da rein. Ciao, ciao.